Hallo, ich wollte euch ein kurzes Video zeigen. Hallo. Das ist die Mia. Und zwar wollte ich Popcorn machen. Da, Popcorn. Und zwar so ein buntes Popcorn. Weil die Mia hat sich buntes Popcorn gewünscht, ne? Nicht nur normales Popcorn, sondern buntes Popcorn. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie ich das mache. Und dazu braucht man eigentlich gar nicht viel. Und zwar fange ich erstmal mit diesem Grundrezept Popcorn an. Dafür brauche ich einen Topf. Ich mache jetzt nicht so viel, deswegen reicht so ein Topf hier. Den brauche ich. Dann brauche ich ein bisschen Öl. So ein Schuss, würde ich sagen. So, habt ihr gesehen? So ein Schuss. Da. Und dann brauche ich ein paar Maiskörner. Das ist so ein Popcorn-Mais. Genau. Und das packe ich da gleich mit rein. Ich mache mal das Öl hier so ein bisschen. Und ich drehe mal ein bisschen die Kamera, das ist, glaube ich, besser, ne? So, also hier seht ihr das Öl da drin und da kommt jetzt dieses bisschen Popcorn meistens, das ist so ein halber Becher, ne? Das ist schon fast zu viel, das darf höchstens so viel sein, dass der Boden bedeckt ist. Und jetzt brauche ich mal einen Löffel, am besten hier so ein Kochlöffel. Man kann es entweder mit einem normalen Deckel machen. Aber ich habe ja so einen Trick und zwar habe ich hier zum Beispiel so, das ist hier so eine günstige Kochblume oder halt die originale Kochblume. Die mache ich einfach drauf. Und dann kann ich hier durch diese Öffnung den Löffel machen. So, den Löffel machen, dann kann ich das nicht umrühren, dann brennt mir nichts an. Und das ist einfach ein Deckel. Genau, und so brennt mir nichts an und dann fängt das gleich an zu poppen. Und dann zeige ich euch das fertige Popcorn erstmal. So, sieht jetzt erstmal das fertige Popcorn aus. Das ist aber, probier mal mir. Ist das süßes Popcorn? Oder ist da noch gar kein Zucker drin? Noch gar kein Zucker dran. Aber das ist einfach nur ungesüßtes Popcorn jetzt. Und schmeckt so, naja, geht so, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen Zucker. Und hier haben wir ein bisschen warmes Wasser. Also man kann auch normales Wasser nehmen, aber ich hatte gerade warmes Wasser. Dann nehme ich das einfach mal. Und hier haben wir Lebensmittelfarbe. Mia hat sich jetzt für grünes Popcorn entschieden. Da könnt ihr es sehen. Und da werde ich jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe in das Wasser geben, das auflösen, danach werde ich den Zucker da reinmachen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. So, hier ist jetzt das Gemisch zwischen Wasser, Zucker und Lebensmittelfarbe. Also wie gesagt, da könnt ihr die Farbe nehmen, die ihr möchtet. Das packe ich jetzt hier rein. Passt auf, dass es nicht mehr auf dem Herd steht und nicht mehr ganz so heiß ist. Hier ist der ganze Zucker noch drin, ein bisschen. Weil hier war ja vorher Öl drin, kommt nicht so gut. Wasser auf Öl zu geben. Auf heißes Öl zu geben. Und das kann ich jetzt nochmal anmachen. Und so kann der Zucker gut karamellisieren, der da mit drin ist. Und dann verbrennt das Karamell euch nicht so schnell. Und sobald ihr merkt, dass das Karamell so also anfängt zu karamellisieren, schalten wir das aus. Das zeige ich euch gleich. Die Stunde der Wahrheit. Grünes Popcorn. Oh, jetzt sieht man nur meine Plauze. Oh, und Ben. So sieht jetzt unser grünes Popcorn aus, Mia. Wie findest du das? Möchtest du noch mal eins probieren? Und wie schmeckt das? Ist das schön süß? Also ihr könnt selber bestimmen, wie viel Zucker ihr da reinmacht. Da ich das jetzt für Mia gemacht habe, habe ich ein bisschen weniger reingemacht. Und ja, es ist schön karamellig. Und das Grüne, das schmeckt man halt nicht. Das ist halt nur aus optischen Gründen so. Ich habe jetzt halt immer noch die Nase.
schmeckt gut, ne? Und je nachdem, wie viel ihr macht, je mehr Zucker könnt ihr reinmachen. Wenn ihr es eher nicht so süß mögt, dann macht ihr halt weniger rein. Wenn ihr es mögt, dann halt mehr. Und ihr könnt halt die Farbe nehmen, wie ihr wollt. Ne, Mia hat sich jetzt halt für grün entschieden. Man kann aber auch pink nehmen oder so. Oder bunt, ganz bunt. Und ja, die sehen halt so aus. Und ich finde die richtig toll. Die sind halt nicht überall grün, sondern nur so ein bisschen. Und schmecken richtig lecker. Ich sag erstmal tschüss und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.